Schön, Sie zu sehen, Professor. Gleichfalls. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Wege kreuzen, bevor Sie sich Ihren Studien widmen. Habe ich Sie und Professor Weasley etwa von Ruinen sprechen hören? Sie hat mich überrumpelt, aber ich habe ihr nichts weiter über unsere Reise erzählt. Ich befürchte allerdings, sie ahnt, dass wir nicht ganz ehrlich sind. Nun ja, Professor Weasley ist eine geniale und kluge Hexe. Gut, dass Sie die Einzelheiten zunächst für sich behalten haben. Wir wissen nicht, wohin uns dieser Pfad noch führen wird. Womöglich erfordert er etwas mehr Flexibilität Ihres Zeitplans, als ihr lieb ist. Und sie könnte sich verpflichtet fühlen, dem Schulleiter Details mitzuteilen, die unter uns bleiben sollten. Verstanden, Professor. Gut, nun, so kompetent Sie auch sind, denke ich, Ihre Fähigkeit macht eine gute Ausbildung unerlässlich. Glücklicherweise haben Sie ein ausgezeichnetes Gefolge von Hexen und Zauberern, das Ihnen zur Hand geht. Apropos Hand, und bevor Professor Weasley mich wieder auf Ihre so charmante Art maßregelt, warum zeige ich Ihnen nicht den cleveren Zauber, den wir dem Handbuch beigefügt haben? Falten Sie die Karte auf. Aha. Der hat gerade ein bisschen rumgebackt. Ja, kleinere Bugs soll man dem Spiel mal verzeihen. Dieses Symbol zeigt die Hauptaufträge an. Das Erledigen von Hauptaufträgen bringt die Geschichte voran. Schaltet neue Features frei und gewährt EP. Einige Aufträge sind durch Zauberspruch und Stufenforderungen gesperrt. In diesen Fällen musst du die erforderliche Stufe oder den erforderlichen Zauberspruch haben, um den Auftrag zu aktivieren. Neue Zaubersprüche können durch Erledigen der Aufgaben mit diesem Symbol von den Professoren oder als Auftragsbelohnung erworben werden. Ich muss sagen, so auch kleine. Also die meisten Kritiken haben das Spiel in höchsten Tönen gelobt, zu Recht. Und ich eine Kritik, was glaube ich, die ich im deutschsprachigen Raum gelesen habe, die ein bisschen die Bugs und ein bisschen grobere Grafikfehler kritisiert hat. Ja, also ein bisschen mag sein, aber es ist echt wirklich so. Wow, es ist einfach. Also ich verzeihe dem Spiel selbst wenn es da wirklich grobe Bugs geben würde. Also ich verzeihe, da kann ich sowas von drüber wegsehen bei diesem Spiel. Es ist einfach wirklich, ich muss ja wirklich gerade mal in dieser Karte mal eine Pause machen, um mal wirklich mal Luft zu holen, weil dieses Spiel ist einfach, das Spiel ist großartig. Es ist wirklich fantastisch. Es ist. Ich komme hier aus dem Staunen wirklich nicht heraus. Das ist wirklich ein fantastisches Spiel. Da wir schon Hufflepuff-Schülerin sind, ist hier wirklich. Also kann ich das auch verwenden, die Metapher. Das ist hier wirklich. Dieses Spiel ist wirklich wie ein großes. Also wie ein Schwimmen durch eine riesige Schokotorte. Das ist halt wirklich. Das Spiel ist wirklich. Also. Aber eine gesunde Schokotorte, weil es ist halt wirklich. Also es wird nicht zu viel. Also es ist. Also schon ein bisschen, weil nach. Man ist so ein bisschen. Es ist schon. Uff. Es ist halt Hogwarts. Man steht halt da und das ist halt. Es ist einfach fantastisch. Und es ist kurzweilig wie nichts. Das ist. Wir spielen hier schon seit ein paar Stunden. Und es ist wirklich.
Es ist umwerfend. Es wird auch zu keiner Sekunde langweilig. Okay, Zauberkunst und dunkle Künste. Ist jetzt eine. So eine Frage, was wollen wir als erstes machen? Zauberkunst oder dunkle Künste? Ich meine, wir werden beides machen, aber. Ich glaube, ich würde erstmal mit Zauberkunst anfangen. Und danach dunkle Künste machen. Das Beste zum Schluss sozusagen. Akio, das ist doch. Oder Nebioso. Ich fange mal an mit Akio, ich lerne Akio kennen. Okay, Auftrag verfolgen. Die Karte ist verzaubert und weist Ihnen den Weg. Das wird mir sicher weiterhelfen. Danke. Sie haben einen langen Tag vor sich mit Unterricht und einem Ausflug nach Hogsmeade zur Beschaffung von Vorräten und eines Zauberstabs. Sie werden Mr. Ollivander mögen. Er versteht sein Handwerk und ist ein guter Freund. Ich melde mich, wenn ich mehr über unser geheimnisvolles Medaillon weiß. Konzentrieren Sie sich derweil auf den Unterricht, denn von der Magie, die Sie in diesen Wänden lernen, hängt womöglich mehr ab als nur Ihre ZAGs. Ja, ich werde mich hier erstmal in Hogwarts umsehen. Auftrag abgeschlossen, willkommen in Hogwarts. Und dann werde ich werde mich hier in Hogwarts überall umsehen. Und dann werde ich erstmal den Unterricht machen. Okay, bin ich hier gerade durch Schüler durchgelaufen. Ja, die Schüler sind. Das war nicht die beste Idee, eine Lernende. Oh, was übersehe ich? Hallo, Lenora. Er geht nur für sowas, wenn ich öfters stehen bleibe. Alle halten mich für durchgeknallt. Samantha denkt, ich sei verrückt. Aber das liegt an diesem Bild. Ich habe es noch nie bemerkt. So wie ich Hogwarts kenne, taucht ein leerer Rahmen nicht ohne Grund auf. Da steckt mehr dahinter. Aha. Gibt es in der Schule noch mehr leere Gemälde? Ja, ein paar. Dieser ganze Ort ist ein Rätsel, um ehrlich zu sein. Wenn ich dieses Rätsel lösen kann, kann ich auch die anderen schaffen. Also fange ich einfach hier an. Willkommen zu Hogwarts Legacy. Wir sind gerade in Hogwarts angekommen und wurden hier schon mal zur Haupthalle geführt. Und jetzt sind wir auf dem Weg. Auf einem sehr umwegreichen Weg ich glaube, Zauberkunst machen wir jetzt zum ersten Unterrichtsstunde. Wir werden natürlich überall stehen bleiben, überall, wo wir was sehen können, wenn wir was umgucken. Dieses Spiel ist einfach. Die Eröffnung war schon zu actionhaft. Es ist einfach. Wow. Es ist. Und dieser. Ich muss sagen, ich finde ich meinen Charakter. Den finde ich auch großartig, wie ich mir darstellt habe. Ich liebe dieses Spiel so sehr. Das ist fantastisch. Hast du inzwischen etwas über das Gemälde herausgefunden? Ich habe herausgefunden, dass Lumos einen Effekt hat. Aber wie soll ich weiter vorgehen? In Lumos einsetzen? Ich sehe mich um, wenn ich Zeit habe. Könnte interessant sein. Ich habe mir lange genug das Hirn zermartert. Ich hoffe, du hast mehr Glück als ich. Komm bitte zu mir, falls du über etwas Erhellendes bezüglich des Rätsels stolperst. Lumos. Das muss ein Hinweis sein. Ich sollte schauen, ob es in der Nähe ist. Aha. Eine Treppe und im Dunkeln eine Statue. Wir werden schon sehen, wer am längsten auf. Vielleicht hier.
alleine lernen. Da ist doch eine Statue. Das sieht aus wie der Ort auf dem Gemälde. Was ist so besonders daran? Finden wir es heraus. Zurück in den Rahmen mit dir, kleine Motte. Die Motte hält an. Vielleicht muss ich mit Lumos weitermachen. Lumos. Achso, wir müssen die Motte in den Rahmen locken. Fantastisch. Ha, ich wusste, es gibt eine Verbindung. Ich sollte Lenora sagen, dass ich das Rätsel gelöst habe. Handbuchseite. Wo ist denn Nora? Da oben? Lenora? Ich habe das Rätsel des Bildes gelöst. Wirklich? Wie? Ich habe den Ort auf dem Bild gefunden und mit Lumos eine Motte zum Rahmen gelenkt. Alles sehr logisch, ja. Schade. Ich war so nah dran, es zu lösen. Du hast ein Händchen für Rätsel. Nati ist auch gut darin. Amit auch, obwohl er sie zu ausführlich erklärt. Ich bin froh, dass es gelöst ist. Die Motte! Wie habe ich das übersehen? Die wirkt aber nicht sehr glücklich. Ausrüstung. Sechs Equipment mit Stell. Uniform für Vertrauensschüler. Jamban oder was? Zerstören? Nein. Andere Klamotten haben wir noch nicht. Können wir dann Hogsmeade wahrscheinlich kaufen. Helfsbekleidung. Den Schal. Okay, zum Freischalten. Handschuhe. Bin dann draußen. Ja, nein. Herausforderung. Hier ist noch sehr viel zu entdecken. Die Karte. Zum Zauberkunstunterricht. Ich fliege nicht gerne auf Wesen. Aufträge. Da war doch noch was. Und hier was Neues. Ein Umhang. Oha. Elegant. Nee, ich mag die Brille. Bis wir eine bessere haben. Seiten.
komplett blaues Gewand. Aha, nur für Nacht. Nur mit Hogwarts-Handschuhe. Faszinierend. Ich fürchte, wir müssen hier hin. Das muss jetzt mal laden. Und kein Soundbug. Hast recht, es ist wirklich gut gemacht. Ich mag das Handbuch. Ja, das Spiel ist wirklich. Es ist zum Vernehmen. Ja, was ist hier? Wir ignorieren hier mal ein paar kleine Bugs im Sound und eine Grafik. Was auch teilweise vielleicht an meinem PC liegen da kann. Durchaus möglich. Jetzt haben wir das Klassikkonzert. So. Wäre interessant. Was ist Schüler? Okay, da wird ein Geist von einem anderen gejagt. Die Toilette. Gibt's Münzen? Aha, hier wird Fiesaftrank gebraut. Ich will aber nicht neben Ihnen. Erstmal gerne aufs Klo. Okay, mit dem Lichtfeuer können wir später noch irgendwas machen. Eine Flohflamme entdeckt. Das ist nur mein Herr Klo. Okay. Hier übrigens Mina. Falls du eine kleine Spende, falls du ein paar Groschen übrig hättest. Wir sammeln heute. Professor Ronan redet gerne viel. Und auch die nächsten Streams. Für einen guten Zweck. Manche von uns wollen sogar, dass er nicht vom Thema geht.
Wir lernen die Leute schon. Schloss knacken. Das habe ich hier natürlich erstmal noch nicht vor. Na dann, fangen wir mal an mit Unterricht. Hier, hinter dir. Hier ist noch ein Platz frei. Danke. Aha. Hallo, ich bin Natti. Du bist also neu in Hogwarts. Kennst du deinen Professor Ronan schon? Beginnen wir. Willkommen im fünften Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für Ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen, kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Niemand? Niemand? Hm? Ich fürchte, fürs Lernen ist es jetzt zu spät. Hm. Die Sommermonate müssen für Sie schwer gewesen sein. Wie es aussieht, haben Sie in den Ferien aneinander Obliviate geübt. Kennen Sie denn überhaupt noch den Standard-Aufrufe-Zauber? Hm? Hm, gut. Es scheint, wir brauchen dringend eine Auffrischung. Suchen Sie sich einen Partner und stellen Sie sich an beiden Seiten des Klassenraums auf. Nutzen wir jetzt die Bücher als eben jene stumpfe Gegenstände, für die Sie sie halten, und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen. Es wird nur je ein Buch pro Paarung benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. Na dann. Lernen wir einen neuen Zauberspruch. Arceus. Halte deinen Zauberstab mit der Maustaste fest und bewege. Ja, okay, das haben wir ja schon gemacht. Das haben wir schon gelernt. Oh, okay. Accio, Schulbuch. Accio. Das war gar nicht übel. Sie lernen äußerst schnell. Ich sehe viel Potenzial, aber Vorsicht. Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Dann können Sie mit Miss Onein mithalten. Sehr gut, das genügt fürs Erste. Nun, da Sie alle die Grundlagen zu beherrschen scheinen und es ein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion. Nach draußen, an die frische Luft. Mir nach! Aha. Draußenunterricht. Das Wetter ist ja, naja, aushaltbar. Ja. Da das Screen. Während des Ladescreens kann ich nochmal auf unsere Spendenaktion hinweisen. Zusammen mit Transclown e.V. sammeln wir Spenden für Transmensch. Transpersonen in Not heißt die Aktion. Jede Spende zählt. Kleine Spende. Wenn es nur ein kleiner Betrag ist, herzlich willkommen. Damit kann Transmenschen effektiv geholfen werden. Mit Hilfsmitteln und qualifizierter Beratung.
Ich war immer der Meinung, dass Spaß und Können sich bedingen. Die Quidditch-Spieler unter Ihnen werden mir sicher zustimmen. Also, es gibt auch keine andere Schule außer Hogwarts, wo das so ist. Um das ist die Lehrer in Hogwarts. Hogwarts ist auch viel zu schön für... Vor allem in Deutschland gibt es keiner. Warum fängt er nicht unser Neuzugang an? Deswegen ist doch Fantasy. Das ist so schön, um wahr zu sein. So viel Spaß im Unterricht. Kurzum, okay, wir müssen die Bälle her. Sie die Kugel Zauber. Mit Akio und lassen Sie sie im letzten Moment wieder frei. Nun stellen Sie es sich wie eine Partie Koboldsteine vor. Aber statt die Murmeln zu werfen, müssen Sie die Murmeln zu sich rufen. Der Trick Zauber. Ist, die Kugel so weit wie möglich zu ziehen. Aber nicht so weit, dass sie fällt. Verstanden? Ich könnte noch Stunden über die Theorie dahinter sprechen, aber Übung macht den Meister. Oh, das ist das Quidditch-Feld. Fantastisch. Der Aufruf Zauber Akio holt das Ziel heran. Tippe auf die zugewiesene Taste, um Akio zu wirken, das Ziel näher heranzuziehen. Tippe auf die erneute Taste, um das Zauber zu beenden. Aha. Ausgezeichnet. Konzentration. Ja, der rollt natürlich noch ein bisschen aus. Genau so. Fantastisch. Und letzte. Sehr gut. 2 von 3. Sehr gut. Punkte für Hufflepuff. Aber es gibt wohl keinen Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf ist. Doch eine Anzahl. Miss Unai, möchten Sie unserem Neuzugang eine Herausforderung bieten? Kommen Sie. Alle Punkte für Hufflepuff. Alle. Ihre Farbe ist blau, genau wie vorhin. Miss Unai, Sie spielen rot, verstanden? Ja, Sir. Na komm, wir brauchen Punkte für Hufflepuff. Dann los. Guter Anfang. Max Spielzug. Achso, 4. Komm. Ausgezeichnet. Auch sehr gut. Genau so wird das gemacht. Na komm, okay, wir nehmen den hier. Im gelben Bereich müssen wir aufhören. Ja, ist nicht schwer. Sehr beeindruckend. Wenn sie nicht noch was verkackt, dann wird es ein Remi. Ein Unentschieden. Oder wenn ich was verkacke. Nö. Perfektes Ergebnis. Bemerkenswert. 150 zu 150. Gleichstand. Na dann wollen wir es doch ein wenig interessanter machen. Er scheint übrigens ein Slytherin zu sein. Ich glaube, interessant haben wir längst hinter uns gelassen. In der Tat. Genug geplappert. Das erfordert Ihre ganze Konzentration. Diese Runde entscheidet alles. Dann los. Nicht schlecht. Na bitte. Jetzt habe ich ihren nach den 50 geboxt. Das ist ja fantastisch. Genau so wird das gemacht.
Drücke mal F statt 4. Oh nein. Großartig. Ich habe ihr auch noch zum Sieg verholfen mit ihr. Den Ball reingefördert habe. Oh. Du liebe Zeit. Ah, ich will doch noch gewinnen. Na komm. Sehr gut. 110. Und ich hab's gewonnen. Sehr gut, alle beide. Gute Arbeit. Damit haben wir den Unterricht abgeschlossen, oder? Oder wie? Das war doch schon in sehr unterhaltsamer Unterricht. Wir sind fertig. Vergessen Sie Ihre Sachen nicht. So würde ich gerne mal Unterricht machen. Sehr gut gespielt. So würde ich auch gern zur Schule gehen. Ich muss gestehen, dass ich dich wohl unterschätzt habe. Es dauerte Wochen, bis ich Akio beherrschte. Es hat Wochen gedauert, bis ich hier irgendwas richtig machen konnte. Es wird leichter, versprochen. Mhm. Danke, dass du das sagst. Es ist einfach viel auf einmal. Das kann man sagen. Ich weiß noch, wie es mir bei meiner Ankunft ging. Ich bin kurz vor meinem vierten Jahr von Ouagadou hierher gewechselt. Meine Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Sekunde, wait a second. Verließen wir Uganda und waren auf der anderen Seite der Welt. Hieß es nicht in einer gerade? Ganz neuen Schule. Hieß es nicht, wir seien was Besonderes, weil wir im fünften Lehrjahr hierher kommen? Das ist das erste Mal, wir sind die erste Schülerin, die überhaupt die das Recht dazu hat, im fünften Lehrjahr als Quereinsteiger reinzukommen. So wurde es uns vermittelt. Alle anderen starten im ersten Lehrjahr und wir sind der besondere Einzelfall, der hier der im fünften Lehrjahr dazu kommt. Ist das etwas, das gab es nie zuvor. Jetzt sagt die uns einfach mal nebenher, die ist kurz vorm vierten Lehrjahr dazugekommen hier. Es ist. Okay, also. Ist das jetzt was Besonderes oder. ist das nichts Besonderes? Ist Ouagadou größer als Hogwarts? Die Ouagadou-Schule für Zauberei ist die größte Zauberschule der Welt. Also ja, größer als Hogwarts. Doch sie wirkte nie einschüchternd oder überwältigend auf mich. Ich fühlte mich dort zu Hause. Das tut man in Hogwarts auch. Ist Ouagadou ein Schloss, wie Hogwarts? Sie liegt im Ruwenzori-Gebirge. Es ist weniger ein Schloss, als vielmehr ein wunderschönes Bauwerk, direkt aus dem Berg gehauen. Ich erinnere mich noch, als ich sie das erste Mal sah. In einer anderen Schule? Der Nebel war so dicht, ich konnte kaum etwas erkennen. Ich glaube ja. Und dann tauchte sie plötzlich vor mir auf. Diese gigantische Schule, die mitten in der Luft zu schweben schien. Ich bin mir nicht sicher, aber ich nee, stimmt nicht. Wir haben, es wurde am Anfang eingeführt. Wir wurden eingeschult im fünften. Wir haben, deswegen ist der Lehrer Deswegen ist der Lehrer auch zu uns gekommen und hat uns Privatunterricht gegeben, dass wir so ein bisschen aufholen können, was wir nicht gelernt haben. Also wir haben sozusagen Späteinschüler. Also wir waren vorher nicht auf einer anderen Schule. Es war spätentdeckte Magie sozusagen. Da liegt wahrscheinlich der Unterschied drin.
Das klingt vielleicht seltsam, aber ist die Magie auf Ouagadou genau wie hier? Größtenteils ja. Aber hier musste ich lernen, wie man einen Zauberstab benutzt. Das tut kaum jemand in Ouagadou. Du kannst ohne Zauberstab zaubern? Oh ja. Ich empfinde stablose Magie als viel instinktiver. Und es ist viel praktischer, wenn man keinen Zauberstab hat. Aber ich muss zugeben, dass mir Zauberstäbe inzwischen gut gefallen. Sie wirken so dramatisch. Schön, mehr über andere Zauberschulen zu hören. Danke, dass du fragst. Ich vermisse Ouagadou, aber ich bin froh, hier in Hogwarts zu sein. Ah, ich glaube, Professor Ronan will mit dir sprechen. Lass ihn besser nicht warten. Bis zum nächsten Mal. Natürlich kannst du Accio auf Menschen ein Wort, wenden, bitte. Wenn du magst. Auf ein Wort, wenn du magst. Was ist denn das? Ja, wollte ich. Hat ihre erste Zauberkunststunde ihre Erwartungen erfüllt? Naja, eine Lektion an der frischen Luft hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, Sir. Welcher Zauber wohnt schon Erwartbarem inne? Sie haben sich gut geschlagen. Und sogar nie Lehrer jemand gefragt, wenn du möchtest. Das können wir uns jetzt unterhalten. Es hat Spaß gemacht. Miss Una ist stets eine harte Gegnerin. Allerdings erscheint sie... Komm mal zu mir, aber nur, wenn du gerade Bock hast und gerade Zeit hast. Professor Weasley hat darum gebeten, dass Kein Lehrer niemals. Sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan unterrichten. Ich werde mich bald bei Ihnen wegen einer besonderen Aufgabe melden, die ich für Sie vorbereite. Aha, erstklassig. Zauberkunst gelernt. Fantastisch. Nachdem mein Bruder den Aufrufezauber gelernt hatte, hieß es ständig Accio dies, Accio das. Überall flog Besteck rum. Das war etwas gefährlich. Aha. Es ist, ich liebe einfach dieses Spiel. Schaut euch mal den Klassenraum ein. Ich finde diese Teil. Okay, wo sind wir hier hingestolpert? Diese Detailverliebtheit ist einfach. Selbst hier eine Tafel steht, Tafelbeschriftung, ein Männchen mit einem Rad und einem Fuß, und es ist halt einfach dieses. Oh. Ein altes Folterinstrument. Es ist halt einfach jede Ecke, jedes, dieses alles detailreich, und es ist so ein großartiges Spiel. Professor Ronan erinnert mich an meinen Großvater. Sehr weise, aber etwas schräg. Hier ist so Buchstaben, die man lesen kann. Ignobulus. Mobil Corpus. Das sind alles, das sind Zaubersprüche. Expecto Patronum. Das sind die Zaubersprüche, die man lernen kann. Ja, das ist alles komplett durchdacht, und es ist halt. Dieses Spiel, es ist nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Die Kreide, die sich selbst. Ist halt. Es ist einfach unglaublich. Da malt sich die Tafel gerade selbst voll. Hallo, du bist der Neuzugang, nicht wahr?